Bei einem Zugunglück im Nordosten Schottlands sind 3 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere wurden verletzt. Der Zug entgleiste auf dem Weg von Aberdeen nach Glasgow. An der Unglücksstelle entstand eine große Rauchwolke. Zahlreiche Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz. In der Region hatte es heftige Gewitter und starke Regenfälle gegeben. Diese Bilder zeigen überschwemmte Gleise nahe der Unglücksstelle. Der britische Premierminister Boris Johnson sprach von einem sehr schwerwiegenden Vorfall. Er sprach den Opfern sein Beileid aus.